Jetzt würde ich echt ganz gerne die Krankheit heilen. Ja, nicht gut. Stopp. Reiseoptionen. Wir wollen die Reise unterbrechen. Wir wollen zu Yalin. Wir wollen Talent anwenden, Krankheiten heilen bei Myrrhen. Mal sehen, was ich bei Blaue Keuche machen kann. Oh nein! Ohne die Hilfe eines Heilers kann die Krankheit von Myrrhen nicht geheilt werden. Blaue Keuche ist so ziemlich das Schlimmste, was sie bekommen könnte. Und es ist ansteckend. Tirik ist auch noch krank. Yalin selbst ist auch noch krank. Okay, dann versuch doch mal, Tirik zu heilen. Mal sehen, was ich bei Dummschädel machen kann. Ah, wenigstens bei ihm ist es nicht so schlimm. Okay. Kannst du dich selber Krankheit heilen? Nein, kannst du nicht. Dann gucken wir doch mal bei Myrrhen. Kannst du Krankheit heilen auf Yalin? Hat nicht die nötigen Kräuter. Es müssten Belmar-Blätter sein. Geben wir ihr mal eins. Und sie kann nichts mehr tragen. Ja, sie kann nur 700 Unzen tragen. Dann müssen wir mal ganz kurz gucken, ob irgendjemand anders heilkunde Krankheiten auf einem einigermaßen akzeptablen Wert hat. Eins, drei, zwei. Wir könnten Tirik anlassen. Ich weiß nicht so recht. Vor allem wissen wir nicht, was bei Yalin ist. Ob es auch diese blaue Keuche ist oder was anderes. Gucken wir uns mal ganz kurz die Symptome an. Myrrhen hat starke Schmerzen im Brustkorb und mittelschweres Fieber. Sie leidet unter der blauen Keuche. Yalin. Krankheit. Sie ist müde und matt. Dummschädel. Dummschädel ist nicht so schlimm. Okay. Also wir müssen jetzt so schnell wie möglich... Stopp! Warum reist du gleich weiter? Das finde ich sehr ungeschickt gelöst. Wir wollen einen Lagerplatz suchen. Ja, es wird schlimmer. Talanas Fieber verschlimmert sich auch. Tirik wird auch krank. Alle werden krank. Wir müssen zu einer Stadt. Routenplanung. Wir müssen nach Osten. Ja, wir müssen nach Nordosten. Ja, wir müssen weiter nach Nordosten. Ja, wir müssen noch viel weiter nach Nordosten. Und dann ganz nach oben zu der Anfangsstadt. Nein. Es wird ewig dauern. Und wir werden bestimmt unterwegs sterben. Und kämpfen gegen Orks. Das machen wir Computerkampf berechnen. Soll Magie angewendet werden? Ja, machen wir ruhig. Und das ging schneller als gedacht. Dafür ist Talana beinahe gestorben. So. Ach, die Säbel können wir ruhig mitnehmen. Wir werden alles an Ausrüstung brauchen, das wir verkaufen können. Und zwischendurch sollten wir auch noch versuchen, immer wieder gegen zu heilen. Also Yalin, versuch mal Talana zu heilen. Talent anwenden, Krankheiten heilen, Talana. Oh, sie hat auch blaue Keuche bekommen. Und sie kann sich selbst nicht heilen und sie hat die Keuche. Talana ist gestorben. Das ist nicht gut. Wir versuchen nochmal ganz kurz die Stadt zu erreichen. Dann könnten wir immer noch versuchen, Talana wiederzubeleben. Aber so schaut das echt nicht gut aus. Jetzt sind die anderen auch noch krank. Wir entdecken Blutflecken und eine Schleifspur. Das interessiert uns gar nicht. Wir wollen einfach nur weiter. So, Myrrhen ganz schnell ein bisschen Kräuter geben. Ja, wäre es auch ganz gut, dass Talana gestorben ist. Wie makaber auch das klingen mag. Denn es kann gut sein, dass wir uns gar nicht das leisten können, so viele Leute zu kurieren. Wenn ich da mal an den Vorgänger erinnern darf, wir haben doch recht viel ausgegeben, um Tirik zu heilen. Ah,
Dallin fragt, was denn los ist. Ich glaube, ich habe was gehört. Es werden wohl bloß irgendwelche Tiere gewesen sein. Sehr gut. Alle fühlen sich schlecht nach einer nicht ordentlich geschlafenen Nacht. Komm schon. Waldspinnen. Computerkampf. Kampf berechnen. Magie. Jo, gerne. CC. Und ich hoffe mal, dass es da überhaupt einen Heiler gab. Aber ich glaube, ich hatte auf der Karte einen gesehen. Da sollten wir schnellstmöglichst hin. Und auch möglichst wenig Dorfbewohner unterwegs ansprechen. Komm, 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 komm. Ein, zwei Tage wird es noch dauern. Terigbeck Gerogon, was ist denn los? Ich habe was gehört. Die Räuber schon wieder. Kampf berechnen. Ja. Dwendan ist K.O. Gerogon ist tot. Yallen ist tot. Gerogon ist, Tirik ist tot und wir sind tot. Zack, zack, vorbei. Ja, das wäre im manuellen Kampf noch schneller daneben gegangen. Na gut. Und ja, die blaue Keuche ist echt übel. Bei dem Speicherstand hatten wir sie schon. Gucken wir mal ganz kurz. Ne, da war Gwendolyn krank geworden. Können wir das noch heilen? Ne, liegt noch nicht lange noch zurück. Na gut. Auf ein neues. So, wir haben eine Kreuzung erreicht. Wir könnten jetzt wieder nach oben zurückgehen. Und das wollen wir auch, denn hier fehlt noch ein Weg, den wir nicht entdeckt haben. So. Nein, wollen wir nicht. Wir finden wieder was Tier, das wollen wir nicht mitnehmen. Und jetzt heilen wir bitte ganz schnell Gwendolyn. Talent anwenden, Krankheiten heilen, Gwendolyn. Das war das Schlachtenfieber, das wurde geheilt. Sehr gut. So, es ist jetzt keiner krank. Und wenn wir gleich da ankommen, werde ich nicht nach Osten gehen. Weil hier im Osten war dieser Bachlauf, wo halt alle kalte Füße bekommen haben und dann dementsprechend krank geworden sind. Das muss ich nicht noch einmal haben. Also gehen wir jetzt mal nach Westen. Und wir können wieder ein schärferes Tempo vorlegen. Ja. Kurz weiter marschieren und jetzt das Lager aufrichten. Keiner krank. Also zumindest ist das Porträt bei niemandem verändert. Das nehme ich einfach mal als Anzeichen. Oh, ich glaube, ich habe was gehört. Ah, da sind die Goblins wieder. Gut, die können wir jetzt aber auch ordentlich bekämpfen. Jetzt, wo der Tod nicht so nah droht. Zack. Du gehst mal weg. Und dieses Mal benutzt du auch keine Astralenergie. Du gehst gleich vor sie, damit du einen Acceleratus bekommen kannst. Und du gehst da aus. Aber ja, wir werden nicht so viel Astralenergie verwenden wie letztes Mal. Nur für den Fall, dass wir wieder auf die Räuber stoßen. Weil die hatten es schon in sich. So, Mürre, wo stehst du? Du stehst da hinten. Dann geh doch mal. Ach nö, das kann ja dann machen mit dem Acceleratus. So, du schießt. Auf Goblin. Du stellst dich mal daneben. Sicher. Du schießt wieder. Du haust den. Und warum wacht Gerogon nicht auf? Also. Der ist allerdings immer noch überladen. Jetzt haben wir vergessen zu machen. So, zaubern. Bewegung. Acceleratus auf Tirik. Tirik ist magisch beschleunigt. Sehr schön. Du sichern. Du hast jetzt 7 Bewegungspunkte. Sehr schön. Dann renn doch mal da hinten hin. Und jetzt schießt du weiter. Du könntest zwar auch näher ranlaufen und noch Wände oder Gerogon das geben. Der Haken an der Sache ist nur, dass du an Gerogon nicht rankommst. An Quellen inzwischen auch nicht mehr. Und das würde 2 Runden dauern, die du schießen kannst. Also lassen wir es erstmal. Und ich denke, Materik wird eh am meisten rausreißen da. Du sichern. Du schießen. So, erster Tod.
zweiter Tod. Komm zurück. Eigentlich müsste er öfters angreifen können, dank des Accelerators. Können wir gleich mal gucken. Das war Nummer 3. Und ja, er ist schon wieder dran. Hatte aber gerade komischerweise nur 4 Bewegungspunkte, weil ich das richtig gesehen habe. Müssen wir gleich nochmal gucken. Vielleicht hält der Accelerator ja nicht so lange. Ne, 7 Bewegungspunkte. Habe ich mich wohl verguckt. Gleich nochmal. Sehr schön. Ja, den Zauber werde ich definitiv öfters anwenden. So, den Goblin kannst du sogar treffen. Haarscharf an Talana vorbei. So, nur noch ein Goblin, schöne Sache. Aber alles in allem merkt man schon, dass dieses Spiel auf jeden Fall ein wenig knackiger ist als Schicksalsklinge. Allein schon was die Krankheiten angeht. Und auch die Zufallsbegegnungen. Also die Diebe waren schon... Oh, waren übel. So, Säbel kommen alle mit. Finlin kriegt einen Kratzer ab. Georgon auch. Jalan auch. Dann sollten wir gleich mal gucken, ob die vielleicht auch Wundfieber gleich bekommen. Oh, das Level-Up von Gwendal müssen wir nochmal machen. Alles von Hand. Ja, Intuition. Raumangst. Magieris verändert sich und sie kriegt 7 Lebensenergie. Och, das war ja eine Fügung des Schicksals, dass wir alle gestorben sind. Damit Gwendolyn mehr Lebensenergie bekommen kann. So, das ähnlich wie vorhin. Wieder Gefahreninstinkt. Sinneschärfe. Ach, dies haben wir so lang. Schade. Klappt dafür vielleicht Schlösser knacken? Nö, dreimal versucht, dreimal daneben. Kampffertigkeit ist also noch sehr wichtig. Stichwaffen, misslungen. Stichwaffen, misslungen. Komm schon, misslungen. Also schön, dass wir mehr Lebensenergie bekommen haben. Aber bei den Talenten läuft es echt nicht gut. Wurfwaffen gelungen. Ja, ist auch nicht wirklich wichtig. Feilschen. Ah, okay, man muss nur meckern. Langsam wird das. Dann hätten wir noch gern Menschenkenntnis und Schätzen. Schätzen. 2 Punkte. Handwerk. Taschendiebstahl. Nee, nicht hier. Handwerk, Taschendieb. Gelungen. So, und jetzt planen wir die Route mal zurück zu der Stadt, wo wir schon waren, um da die Säbel zu verkaufen, andere Sachen zu verkaufen und uns besser auszurüsten. Ja, erstmal nur bis da. Nein, das reicht. 2 Orks, nee, komm. Zack, zack, vorbei. Da ist unten die Lebenspunkteanzeige der Gegner schneller weggegangen. Wesentlich schneller weggegangen, als die Kampfanimation da dauert. So, 2 Säbel, die kommen mit. 1 Dukate, 8 Silberlinge, soweit so gut. Wir wollen weiter marschieren. Zack, zack. 5 Tanelen. Na, schöne Sache. Die sollten wir vielleicht auch zwischendurch mal wieder anfangen zu essen. Wenn irgendjemand etwas doller verwundet ist. Und zwischendurch mal abspeichern tut auch nicht schlecht. Jetzt ist ja keiner todkrank oder schwerst verwundet. Mann, Mann. Na gut, Spiel sichern. Ja, sicher. LP 009 müsste es inzwischen sein. Also, bis gleich.